Willkommen, liebe Freunde. Hallo. Zelda. Dennis bei mir, Fabian bin ich, da hinten ist der Flugplatz. Klinge ich richtig? Jo. Gut. Fliegt dann jetzt einfach mal so da so hin. Klingt gut. Ja, wir suchen immer noch den Typen, der schon mal versucht hat, gegen Warmedo, den Titanen, der hier bei den Orni rumflattert, anzutreten. Der hat allerdings versagt beim letzten Mal. Die Lusche. So ein Trottel. Und ja, jetzt müssen wir halt... Ah, ich wusste doch, hier taucht einer auf. Ich kenne euch doch. Spacki. Hinter dir? Ja, also immer hinter. Nee, sind sie nicht. Der hat zu viel Naruto gesehen. Der hat echt zu viel Naruto gesehen. Jetzt hab ich dich. Oh, komm her! Yes! Sehr schön. In deinem Fuß. Bananen und ein bisschen Kohle. Das war mit diesen Bananen, das ist doch auch bescheuert, ey. Wo? Ich glaube jetzt da hinten runter. Da hinten runter? Ja. Danke für diesen Hinweis. Ich guck mal auf die Karte. Aber hier ist es nicht. Nee, das ist der Titan selbst. Ja. Das ist der Turm. Haben wir da keinen Dings? Wir müssen doch irgendwie eine Quest dazu haben. Theba steckt in Richtung Flugplatz. Nee, dann ist er doch beim Titan. Dann teleportiere dich nochmal zum Schreinhof. Ja, macht dann mehr Sinn, ne? Also irgendwie. Ah, da steht auch Rhinos Pass. Lesen können klar Vorteil sein tun. Wären wir doch mal hingelaufen. Fliegen ist nie gut. Fliegen ist nie eine Lösung. Denkt immer daran, Kinder. Besonders, wenn ihr zu einem Flugtitan hoch wollt. Ich habe gerade das geilste Gespräch gehört bei Wolfenstein 2, was ich jetzt ja gerade privat spiele. Da unterhalten sich ja ständig irgendwelche Soldaten miteinander. Und wenn man dann sich so ein bisschen anschleicht, kann man die belauschen, also wie in vielen Spielen. Ja. Und die haben aber mega geile Dialoge. Ich spiele es ja auf Englisch und die sind dann aber richtig gut, also muttersprachlich deutsch vertont. Also sehr gut. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Beim ganzen Spiel, alle deutschen Charaktere sprechen auch wirklich Deutsch. Und nicht irgendwie Amerikaner, die so ein bisschen nachsprechen oder so, sondern echte Deutsche, die das vertonen. Ah, ja, da hinten. Da hinten, ne? Wo, nee, rechts. Da. Da so? Mhm. Okay. Und da sind zwei Soldaten, die sich unterhalten. Und das ist ein super Gespräch, weil die unterhalten sich die ganze Zeit so total philosophisch darüber, dass sie das überhaupt nicht abkönnen, dass immer wir spielen ja sozusagen ihre Feinde. Die Amerikaner. Die Amerikaner, dass die so Terroristen sind und diese ganze Gewalt, das bringt doch auch nichts und das sorgt doch nur für Gegengewalt und es ist doch eine Gewaltspirale, da muss doch auch mal irgendjemand Schluss machen mit und es können die beiden gar nicht verstehen und so. Und also sind total aufgeschlossene, liberale Typen so. Nee, unterhalten sich auch wirklich so auf die Art so. Das geht gar nicht und wie so ein Bücherclub diskutieren die oder so. Als während sie da quasi auf Patrouille so rumstehen und oder Wache stehen. Und dann ist kurz Stille und dann meint der eine, hast du dich jetzt eigentlich nochmal fürs Erschießungskommando 3 beworben? Ja, schon klar. Hast du dich jetzt eigentlich fürs Erschießungskommando 3 beworben? Ja, ich sehe das schon. Lass mich doch mal erzählen. Ja. Mann. Wollte ich ja nur nicht unterbrechen. Einfach ja, den Wams. Den Winterwams, genau, wollte ich auch. Fürs Erschießungskommando 3 beworben. Und dann der andere so, ja, habe ich gemacht und die habe ich auch genommen. Bewirb du dich unbedingt auch noch, vielleicht kommen wir zusammen dahin. Oh, das wäre so cool, wenn man gleich einen Freund da hätte und so. Das ist so geil, wie sie einfach so, Erschießungskommando, hä? Habt ihr nicht eben noch gegen Gewalt euch? Ach, egal. Guck mal, ein Monster. Den kennen wir schon, ne? Jo. Das ist dieser Monsterladen, den haben wir im Auge des Totenschädels auf der Insel das erste Mal gefunden. Genau. Hast du mich erschreckt? Die Vorbereitungen für meinen Laden sind abgeschlossen, es kann losgehen. Oh, aber eine Sache noch, du kaufst zum ersten Mal mit Monsterladen ein, oder? Neue Kunden sollten zuerst ihre Monstermaterialien in Money tauschen. Money, Money, Money. Was ist Money? Das ist eine Währung, die ich selbst erfunden habe und die nur in meinem Laden gültig ist. Das ist dämlich. Es nennt sich Bitcoin, Dennis. Du bringst mir... Mit Bitcoins habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Die haben in den letzten Monaten mir echt viel Geld eingebracht. Also, mit Money habe ich bisher auch keine schlechten... Noch nicht. Du bringst mir Monstermaterialien, ich tausche sie gegen Money. Money wiederum kannst du bei mir für Monster-Accessoires ausgeben, die ich hier in meiner Forschung entwerfe. Oh Moment, ein Hinweis noch von mir. Während du auf Abenteuer gehst, arbeite ich weiter an Monster-Accessoires. Also komm immer mal wieder bei mir vorbei. Ich... Währung tauschen? Wollen wir? Willst du da einkaufen? Ich weiß es nicht. Also es gibt da... Ich weiß nicht, was es da gibt.
Es gibt Masken, die dich gegen den Monstertyp dann anschleichen lassen. Also es gibt dann Goblin-Masken. Ja. Oder Moblin-Masken. Da kannst du dann in Moblins rein. Und solange du sie nicht haust, greifen sie dich nicht an. Okay. So, ich tausche jetzt hier mal einfach mal ein bisschen was ein, um einfach mal zu gucken, was er mit Moni einkaufen, was er da so hat. Dass wir es mal sehen. Ja. So. Exaforce-Maske, diese Monster können ja ganz schön piesacken. Man denkt noch, oh, sie sind im Wasser, die können mir nichts tun. Und schon hat man sie am Hals. Manche von ihnen passen sich auch ihrer Umgebung an. Mir imponiert diese Verschlagenheit, muss ich zugeben. Allerdings sind sie wirklich eine Plage für Reisende, aber nicht mit dieser Maske. Wenn du sie trägst, ignorieren sie dich weitgehend. Im Moment hast du 60 Moni. Welches Monster-Accessoire möchtest du denn haben? Okay, wir können uns einen Wischmob kaufen. Ja. Der Scherzhammer ist auch sehr gut für 199. Er macht... Quico, quico. Ja, genau. Er macht dieses Geräusch und einen Schaden. Es ist ein praktikables Gerät. Okay, also man bräuchte jetzt so ein paar hundert von diesen Moni. Um 100 für die Bockblin-Maske und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt alles nicht. Deswegen. Eben. So. Also, ihr habt es mal gesehen, was man da alles einkaufen kann. Ja. Ich habe, glaube ich, das Reitzeug... Was ist das gewesen? Ein Vieh, ein großes. A huge one. Okay. Krass. Was hast du, das Reitzeug? Ja. Das habe ich mir geholt. Warum sind hier so viele Pferde plötzlich? Es ist fertig. Habe ich mir geholt, aber ich konnte es noch nirgends anlegen. Also in keinem Stall habe ich die Möglichkeit gehabt. Das auszuwählen, aber es wird bestimmt irgendwo auf der Reise noch. Es könnte noch einmal nützlich werden. Vielleicht. Mega Trüffel. Trüffel. Mehr maximal geht's ja gar nicht mehr. Hier ist es ja eisig. Ah, hier ist richtig was los. Ich gehe mal zum Schrein. Richtig. Dann haben wir mal einen Teleportpunkt und so. Das mehr ist Schrein gut. Ist immer gut und da hinten ist auch der Flugplatz. Am Schrein hört ich niemand schreien. Denke mal dran. So. Ist der Schrein im Weltall? Ja. Cool. Alle Schreine sind im Weltall, sonst könnte man da ja... Schatawa! Schreien. So. Rein in den Schrein, du altes Schwein. Ich habe gedacht, zum Beisammensein. Ja, das wär auch nett. Oh, ich hoffe, bald haben wir da 4 Titanen, die so rumhüpfen im Ladebildschirm. Das wäre so cool. So cool. Oh yeah. Stimmt, was der Feuer-Titan macht, wissen wir noch nicht. Nö. Den habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe auch 3 Titanen bisher erst in meinem Spiel. Also, ich bin jetzt gerade beim Feuer-Titan. In meinem Privatspiel durch Gang. Oh nein. Ist mir egal. Ich hau dich tot. Der hat richtig viel ausgehalten. Ja. Voll die Lusche. So. Jetzt ist garantiert unsere unsere eine Waffe drin. Ja. Nein. Oh, Geld. 50 Geld. Das können wir sogar mal ganz gut gebrauchen. Es ist was Nützliches. Halbwegs. Naja, mehr Geld wäre noch nützlicher gewesen, aber so ist es in der Realität ja auch. Ja, mehr Geld ist immer nützlicher. Ah, ich erinnere mich, wo hier die Geheimtruhe war. The Secret Chest. Die ist auch egal. Nee, die ist weiter oben. Okay. Na gut, dann fliege ich mal erstmal weiter. Willst du die einsammeln? Soll ich dir Bescheid geben? Wenn du sagen kannst, wo die ist. Jetzt müsste hier irgendwo noch ein Auffind sein. Noch ein weiterer. Noch ein Auffind? Hier ist kein Auffind. Der ist einmal rum. Rum? Klar. Ja, also auf der anderen Seite vom Schwarz kannst du in den Tunnel rein. Ah, smart. Smarty Boy. Fast, als hätte ich das schon mal gemacht. Fast so, ja. Ach komm. Link, stellt sich auch manchmal an. So, die Truhe ist da rechts gewesen. Da rechts. Ja, also in wenn du jetzt nochmal gerade guckst. Nee, nochmal gerade gucken. Dort. Komm ich da jetzt hin? Da wärst du hingekommen, ja. Also kannst du dich ja nochmal fallen lassen, dass du mit dem Aufwind ein bisschen höher kommst. Genau. Link, ey. Du geiler Bock. Und dann los. Und dann gleitest du da mit super viel Schwung rauf. Zu viel Schwung. Und es ist... Ein super Lanze. Ritterbogen macht einen mehr Schaden. Es ist kein Platz. Es ist kein Platz. Und wir haben, glaube ich, 5 Ritterbögen noch. Ja, aber der macht einen Schaden mehr. Nee, der... Doch, der... Ja, der macht 26. Haben. Davon haben wir noch 5. Das stimmt, aber wir könnten 6 haben. Denk mal drüber nach.
Zack. Wir bekommen, also wir müssen eh einen wieder wegschmeißen, weil wir einen geileren Bogen bekommen. Ja! Just saying. Fuck you. Egal. Nope. So. But I would if I could. I would if I could. Andersrum. Echt? Kann ich nicht hier rum? Hast du auch gekonnt, ja? Was willst du eigentlich von mir? Ich bin jetzt verwirrt gewesen. Du hast mich irritiert. Ich meinte das zu unserem Spruch, nicht zur Flugweise. Achso, alles klar. Oh, ich will da nicht hoch. Mann, Link, Alter, stell dich nicht an wie der letzte Depp. Du kannst mich nicht dazu zwingen, auch doch, wenn Link, du einen Controller hast. Ich kann dich zu allem zwingen. Du bist meine kleine Marionette. Das nennt sich Bitch, Dennis. Ist deine kleine Bitch. Link ist meine kleine Bitch. Okay, ich wollte es so nicht sagen. Wir leben in einer Zeit, wo man vorsichtig sein muss mit solchen Aussagen. Insofern. Oh. Wann war das? Vorgestern? Wollte mir auf Arbeit auch ein Video zeigen. Ihr wolltet euch auf Arbeit gegenseitig sexuell belästigen. Ja, das machen wir eh immer. Ach so, alles klar. Wollte mir ein Video zeigen, bei dem ich die Challenge hatte, nicht getriggert zu werden. Was bei mir schon relativ schwer ist, weil ich von allem und jedem getriggert werde. Ah, das stimmt. Und dann war halt ein Musikvideo von so zwei dummen Bratzen, halt keine 12 Jahre. Und was haben sie gesungen? Hot people also have problems. We are all the same, but we are hot. Du kannst es einfach nicht. Ja, das ist nicht erträglich, nee, bei sowas, ja. Und das gab es halt irgendwie dreimal im Video. Beim ersten Mal hast du noch vielleicht so, die probieren zu singen, das ist ja toll. Und, Holzfein. Na, guck. Ja, nee, danke. Das ist geschenkt. Ja, aber irgendwann kippt es dann und man möchte das. Man möchte sie einfach nur noch an die Wand werfen. Ja. Hey, du. Oh, das ist der weiße Vogel. Wir müssen in seinen Bauch gucken. Nein. Doch, das hat das kleine Mädchen gesagt. Großen Baum und dann ist da ein weißer Vogel und den müssen wir in den Bauch gucken. Wir sind gar nicht am großen Baum. Der ist viel weiter oben. Ja, ich heiße den nicht. Lass ihn erstmal ausweiden. Danach sehen wir weiter. Richtig. Erst ausweiten, dann Fragen stellen. Das war schon immer deine Lebenseinstellung. Richtig. Und siehst du, wohin es mich gebracht hat? Bei dir auf die Couch. Ja. Ja. Ich helfe dir. Helfen willst du mir? Bei was denn? Vamedo. Moment mal. Du, ein Fremder, weißt von Vamedo. Alter, er ist 200 Meter groß und schwebt über eurem Dorf. Es ist nicht so schwer, ihn zu sehen. Hat sich der Häuptling hergeschickt oder meine Frau? Dann weißt du, du warst bei meiner Frau, während ich nicht da war? Ja. Was hast du mit ihr gemacht? Gevögelt. Ah. Oder gehyruled, wie wir es bei uns sagen. Wie wir es bei, ja, gehyliert. Ich bin Theba. Wie lautet dein Name, Fremder? Link, den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Also, Link. Du heißt genauso wie mein Kabel, was ich für die Gameboys brauche. Wenn du beim Häuptling warst, hat er dir wohl aufgetragen, mich wieder zurück ins Dorf zu bringen, oder? Typisch, der Häuptling traut auch wirklich jedem Fremden sofort. Und sicher wollte er, dass du mich zurückbringst, bevor Medo mich erwischt, hm? Tja, muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe keine Absicht, von meinem Plan abzurücken. Ich bin ein Ornikrieger! Ich kann nicht einfach abhauen, nachdem es einen Freund erwischt hat. Ich kehre nur unter einer Voraussetzung wieder ins Dorf zurück. Warte mal. Lass uns kurz raten, was es sein könnte. Ich sag Bananen. Ich sage, seine Wäsche soll von uns 30 Grad gewaschen werden. 30 Grad? Ja. Bei der Kälte? Ja. Shit. Wenn Vamedo verstummt und vom Himmel verschwunden ist. Oh. Verdammt, das hätte, da hätte niemand mit rechnen können. Das konnten wir nicht wissen. Ich werde Vamedo vernichten. Nein, wirst du nicht. Wir werden Vamedo vernichten und du wirst uns so 10% ein bisschen helfen. Du wirst uns hochtragen. Ja. Weißt schon Bescheid? Haha, sie haben dir also erzählt, was für ein Typ ich bin. Aber der Häuptling hat mir gesagt, um Vamedo aufzuhalten, muss man in sein Inneres eindringen. Das ist immer das Beste. Schaff mal. Sag bloß, du weißt, wie man in Medo hineingelangt. Ja, klar. Also nicht nur keine Flügel, sondern auch keine Ahnung. Dann hören wir mal gut zu. Nur einer der 5 Recken kann das Tor des Titanen öffnen. Diese Recken sind alle vor 100 Jahren krepiert. Ganon hat sie umgebracht. Aber egal, selbst wenn du Medo betreten könntest. Wenn man sich dem Titan einfach so nähert, wird man leichte Beute für seine Geschütze. Deshalb werde ich dich zuerst testen. In diesem Tal gibt es starke Aufwinde. Wir Ornikrieger nutzen sie, um hier unsere Bogenkünste zu trainieren. Diese Aufwinde sind so stark, dass es schon ausreicht. Ein Tuch? Wer würde denn sowas machen? Über seinen Kopf zu halten. Wo sollen wir das jetzt herbekommen? Wir müssen zu diesem alten Mann gehen, ganz am Anfang des Spiels. Oh, hat der Tücher? Da, ja. Ach, geil. Und Winterwämse.
Dann wollen wir mal sehen, wie du dich bei so einer Orni-Übung schlägst. Bleib in der Luft und zerstöre in 3 Minuten mit deinen Pfeilen 5 von den Zielen. Nichts lieber als das. Dann los. Triff 5 Ziele mit Pfeilen. Vor allem in 3 Minuten 5 Dinger. Ich habe erst gedacht, ich mache irgendwas falsch. In ja. 40 Sekunden oder so? Ja, es ist, glaube ich, jetzt nicht so mega schwer, oder? Nee. Und dann hast du ja die Zeitlupe. Genau. Und die füllt sich wieder auf, wenn du in Aufwind kommst. Ja, easy. Ja, zu weit weg. Hinter dir ist, glaube ich, auch noch eine gewesen. Ja, wurscht. Ich meine, erstmal den. Geschisch 5 musst du. Ah, Dennis! Weil ich halt einfach sehr, sehr, sehr geil bin. Und treffen kannst du auch noch. Verdammt. Nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Ja, komm, den hörst du jetzt noch ab, wenn gut ist. Wow, wie ich das geschafft habe. Oh mein Gott, und du hast fast 3 Minuten. Nein, niemals. Niemals hätte ich. Ich frag mich, wie sie auf diese Zeit gekommen sind. Ja, also wenn sie 1 Minute gesagt hätten, dann hätte man sagen können, ja, man schafft so in 30, 40 Sekunden. Ja. Wenn man sich ein bisschen doof anstellt, dann dauert es vielleicht auch mal 10 Sekunden länger oder so. Ja. Aber 3 Minuten ist echt, naja. So wie du mit Wurm, musst du wohl schon schwierig kämpfen. Hält sich in Grenzen. Ach, keine falsche Bescheidenheit, ich kann es dir doch ansehen. Ich bin der beste Kämpfer der Welt. Ja, ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Ich habe eine Bitte an dich, stell dich mir du gemeint. Das hatten wir eh vor. Das war unser Entry. Wir sind zu dir gekommen und haben gesagt, wir helfen dir. Und jetzt sagst du, ich habe eine Bitte an dich, hilf mir. Trifft sich. Sag Bescheid, sobald du bereit bist. Ja, Truhe nehmen und... Erstmal Bogen wegwerfen. Du hast ja gesagt, da ist ein Bogen drin, oder? Ich schmeiß mal einen weg. Und es ist ein schwächerer Bogen. Es ist ein Bogen. Aber er ist schwächer als der, den wir weggeworfen haben. Na egal. Aber er kann schneller gespannt werden. Es ist mir pupsegal. Jetzt quatsch ihn an und dann fliegen wir los. Nein, tun wir nicht. Das machen wir nämlich erst in der nächsten Episode. What? Bis dahin, auf Wiedersehen. Macht's gut.